Hallo Hessen und wieder ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hören Sie mal. Kennen Sie das? Das, meine Damen und Herren, war die Titelmelodie von Deutschlands wahrscheinlich bekanntester und beliebtester Fernsehserie aller Zeiten. Das war die Titelmelodie von den Hesselbachs. Ja, und die haben wir Ihnen nicht einfach heute so aus Spaß mal aus Jux und Dollerei so vorgespielt, sondern aus einem triftigen Grund. Denn heute, vor genau 100 Jahren, ist er hier geboren worden. Ja, Baba Hesselbach, Wolf Schmidt, der Erfinder der Hesselbachs, die Hauptperson, Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur. Und um das zu feiern, haben wir uns heute hohen Besuch eingeladen, nämlich seine Tochter höchstpersönlich. Herzlich willkommen, Susanne von Bergen. Schön, dass Sie da sind. Und außerdem eine der beliebtesten Schauspielerinnen aus dem Hesselbach-Ensemble von damals, Gabi Reichert, die Emmy Puchel. Richtig. Richtig. Dankeschön. Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Für die zwei oder drei Zuschauer, die nicht mehr wissen oder noch nie gehört haben von den Hesselbachs, ganz kurz, was waren die Hesselbachs? Kult. Oder wie sehen Sie das? Heute sind sie Kult. Damals war es der Straßenfeger. Das war die Familie, die praktisch die Nachkriegszeit, die Traumfamilie, aber natürlich auch die Familie, die sozusagen für alle kleinen stellvertretend stand in Deutschland. Also die im Nachkriegsdeutschland. Es gibt Frau von Bergen, Sie wohnen ja inzwischen wieder am Bodensee in Ihrem alten Elternhaus. Ganz genau so ist es. Mit der Mutter zusammen. Die wohnt da, ich glaube, in dem Stuhl, wo Ihr Vater früher gearbeitet hat. Ja, genau. Es sind also zwei Häuser. Und in dem einen, wo im ersten Stock das Studio meines Vaters war, da wohnt meine Mutter und ich wohne sozusagen in meinem früheren Elternhaus wieder. Ich kann mir vorstellen, da erinnert noch sehr vieles an Ihren Vater. Absolut, ja. Aber ich denke, jemand wie er, der lebt auch vor allem in Zitaten, in geflügelten Worten und in den Dingen, die er einfach für uns hinterlassen hat, nämlich auch in gewissen Botschaften, wie man auch im Leben vielleicht ganz gut durchkommt und was im Leben wichtig sein sollte. Also es ist ja nicht nur das Andenken jetzt in Form der Kassetten, der Filme, der Bücher, sondern einfach auch die Prägung, die man schon auch erhalten hat als Kind. Was war das für eine Prägung? Wie muss man sich das Familienleben bei den Schmidts und eben nicht bei den Hesselbachs vorstellen? Es war eben schon sehr offen und tolerant, also für diese Zeit, absolut. Da konnte ich nicht klagen, also es war ja 68, also die 60er Jahre, die ja sehr tumultreich waren und für viele Jugendliche dann auch geradezu nach Revolution, also im Kleinen natürlich, aber schrien. Und das, wir brauchten uns eigentlich nie aufzulehnen, weil im Grunde genommen mein Vater schon auch ein sehr moderner Vater war. Wir haben hier gerade ein paar Fotos übrigens vorliegen. Mhm. Ihr Vater links, gell? Sehe ich das richtig? Ja. Das ist ja genau links oben. Ja. Und Sie sind die Kleine da? Ich bin ja, das ist sozusagen die Großfamilie um mich rum. Genau, das ist in Hagnauer am Bodensee. Mhm. Da ist einmal im Garten, ungefähr zu dieser Zeit jetzt, im Februar, beim Schneemann bauen. Ja, wir hatten eben schon ein sehr harmonisches Familienleben mit meinen Großeltern, mit meinem Onkel, meiner Tante und der kleinen Susanne damals und gefolgt von Stefan und Michael, meinen beiden Brüdern. Stefan starb dann leider mit 11 Jahren. Und, aber Sie waren die Älteste? Ich war die Älteste der zweiten Ehe. Ich habe noch eine Halbschwester aus erster Ehe. Mhm. Frau Reichert, wenn Sie das jetzt so hören, das Familienleben bei den Schmidts, ist das ähnlich zu dem Familienleben der Hesselbachs im Fernsehen gewesen? Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, es gab natürlich einen großen Zusammenhalt, aber die Auseinandersetzungen, davon lebte das Ganze ja, die Auseinandersetzungen waren natürlich schon überspitzt, aber das ist auch
das ist ja die Aufgabe eines Autors, etwas zu überspitzen, um es klar zu machen. Ich übertreibe, um klar zu machen. Ja. Und das kam auch an beim Publikum. Hm? Ja. Die fanden das toll und haben sich natürlich auch mit einem gewissen Ja, saßen die vom Bildschirm und fanden das großartig, wie der eine oder auch der andere ins offene Messer lief. Das aber relativ stumpf war. Ja, dieses ich übertreibe, damit sie besser verstehen, das war also schon auch einer der Leitmotive. Hat der Baba Hesselbach denn damals am Set bei den Dreharbeiten auch mal so über die Familie gesprochen oder hat er das sehr klar voneinander getrennt? Er hat das ganz klar. Sie meinen jetzt die Familie privat? Die Familie, genau. Nein, Wolf Schmidt war ein sehr liebenswürdiger Chef. Er war nie laut. Er hat uns wie Kinder behandelt. Wir waren ja damals noch alle sehr jung, die Mädchen. Aber er konnte das sehr, sehr gut trennen. Er war auf der anderen Seite ein recht verschlossener Mann. Und ich habe das schon mal in einem Gespräch gesagt, wenn wir unsere Abschlussfeiern hatten nach 4 Wochen, haben wir uns ja dann voneinander verabschiedet, um uns ein Vierteljahr später wieder zu treffen, war Wolf Schmidt nie dabei. Grüße aus. Was hätte sich denn Ihr Vater wohl am meisten gewünscht zum 100. Geburtstag? Wir haben natürlich, also meine Halbschwester und mein Bruder und ich, wir haben uns schon auch Gedanken gemacht, was er sich gewünscht hätte und wir haben ihn etwas sehr Modernes geschenkt, nämlich eine eigene Homepage. Ach. Ja, und die haben wir relativ kurzfristig mit vereinten Kräften zusammengebastelt. Und ich denke, da ist uns richtig für alle Hesselbach-Fans und für uns natürlich auch oder für alle Menschen, die sich daran interessiert sind, einfach zu sehen, wer stand überhaupt hinter dieser Figur des Baba Hesselbachs, etwas Gutes gelungen. Das darf ich an dieser Stelle direkt bestätigen. Bin ich heute schon mal hingesurft. Okay. www, meine Damen und Herren, es lohnt sich. Surfen Sie da mal hin. www.babahesselbach.de. So ist es. Ja. Den Baba Hesselbach, wie haben Sie ihn kennengelernt? Sie haben ihn ja nun als Privatmenschen, als Schauspieler, als Regisseur kennengelernt. Wie war er da? Ausschließlich. Er war sehr höflich, sehr liebevoll mit uns jungen Mädchen. Aber er war immer ein bisschen verschlossen. Also er war mehr für sich als mit uns. Aber er war natürlich auch ein großes Vorbild und wir haben ihn sehr bewundert, denn er hat ja für unsere damaligen Verhältnisse sowieso und im Nachhinein erst recht da sehr Großes und Gutes zustande gebracht. Es gibt ja nur sehr wenige, müssen wir ganz ehrlich sagen, nur sehr wenige hessische Fernsehlegenden, aber die Hesselbachs gehören auf jeden Fall dazu, denn diese Familienserie, das war eine echte Pioniertat. Das Fernsehen war damals noch relativ unerforscht und man wusste eigentlich auch nicht so genau, wie funktionieren so die komischen Aspekte des Lebens im Fernsehen. Man hat das dann einfach mal ausprobiert und siehe da, es hat funktioniert, wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Verantwortlichen damals beim Hessischen Rundfunk dann doch relativ nervös waren vor der ersten Ausstrahlung eben dieser Hesselbachs. Schön. Sie haben die ganze Zeit schon hier diesen Zeitungsausschnitt in der Hand. Da wollen Sie unbedingt was von zeigen. Unbedingt. Und zwar habe ich das gefunden, als ich nach den Bildern schaute, aus dem Jahr 1979. Das war genau 20 Jahre danach. Und da wurde die Firma Hesselbach wieder aufgenommen im Fernsehen, weil viele Zuschauer danach gefragt hatten. Und ganz zum Schluss hat man im Hessischen Rundfunk gefragt, wie ist es denn, wird das weiter wiederholt? Und da war die Antwort, wir wollen mal die Reaktion der Zuschauer auf die ersten Teile abwarten. Wir haben es nun ja mit einer anderen Generation zu tun. Vielleicht mag die solche Art von Serienunterhaltung gar nicht mehr. Nun liegt es also am Publikum, wie viele Folgen der Hesselbach-Serie wiederholt werden. Das war 79. 79. Jetzt haben wir ein paar Jahre später und können sagen, die Folgen werden immer noch wiederholt, weil sie immer noch gerne gesehen werden. Die nächste übrigens am Donnerstag. Donnerstag 23.15 Uhr hier im HR-Fernsehen. Frau von Merm, wir haben noch ein paar Fotos vorliegen von Ihnen und Ihrem Vater. Sollen wir mal drauf schauen? Ja, warum nicht? Ja, da auf dem Monitor sehen wir es. Oh, einen Schäferhund hatten Sie auch, gell? Ja, genau, der Dago. Ja, das war die Familienidylle in Hagnau. Das am Bodensee, gell? Ja, genau. Da, wo Sie gewohnt haben. Mhm. Er sieht ganz anders aus als im Fernsehen. Das war gewollt, so, oder? So ist es, ja. Er wollte, privat war privat und Rolle war Rolle. Hm. Wie würden Sie Ihren Vater
charakterisieren? Weil das Lustige ist ja, jeder glaubt, man kennt den Mann, weil man ihn aus dem Fernsehen halt in dieser Rolle kennt und ihm so nahe gekommen ist. War er ganz anders im Privatleben? Ja, er war schon ganz anders. Also er war nicht komplett konträr, aber er war schon anders. Er war schon anders, ja. Gott sei Dank, kann ich sagen. Wobei, ich meine, der Karl Hesselbach ist natürlich keine unsympathische Figur, aber er ist doch sehr bestimmend und sehr autoritär. Also ich habe meinen Vater eigentlich nie als autoritär, als überzeugend habe ich ihn empfunden, aber nicht als autoritär. Das sind ja zweierlei Sachen. Ich habe gelesen, er war Anti-Alkoholiker, aber Kettenraucher. Ja, und genau. Überall zu Hause hätten so drehbare Aschenbecher rumgestehen. Stimmt so das? So ist es, ja, um die Asche dann gleich zu versenken und die Geruchsbelästigung zu vermindern. Was natürlich nur teilweise gelang. Aber ja, es war die Zeit der Zigarrenraucher. Also es war einfach diese Vorbilder auch, Churchill und überhaupt Erhard, wir haben einfach ganz viele erfolgreiche, etwas beleibte Männer haben Zigarre geraucht. Mhm. Und er war erfolgreich und er war natürlich durch das Wirtschaftswunder dann auch beleibt, immer beleibter. Und da gehörte dann die Zigarre dazu, es hat ihm geschmeckt. Er war ein Genussmensch, also er hat natürlich gerne geraucht. Apropos, muss man ja sagen, haben auch 20 Jahre im Ausland gelebt, in Bolivien. Ja. Haben Sie so ein bisschen die Sehnsucht Ihres Vaters nach fremden Ländern tatsächlich auch ausgelebt? Ja, so könnte man das sicherlich sagen. Also ich war zumindest disponiert von der Haltung meines Vaters gegenüber fremden Kulturen, fremden Sprachen, fremden Ländern, ja. Ihr Vater war ja das, was man heute wahrscheinlich öffentlichkeitsscheu nennen würde auch. Hat sich viel aus dem Leben auch zurückgezogen, hat aber trotzdem über die Menschen geschrieben. Ja. Wie hat das funktioniert? Wie hat das zusammengepasst? Ja gut, ich meine, er hat sich vor allem dann in der Zeit am Bodensee von der Öffentlichkeit zurückgezogen, also in seinen späteren Jahren. In seinen jungen Jahren war das sicher nicht der Fall. Also da hat er ja für den Feuilleton geschrieben, er war ja eben auch Journalist. Und da hatte er sicherlich auch mit sehr viel verschiedenen Menschen zu tun in dieser Rolle, das wissen Sie ja von sich selbst, dass eben dieser Beruf ein ganz große Menschenkenntnis dann auch mit sich bringt.